Man kennt hier wirklich sehr, sehr schön, wer gegen ist und wer wir sind. Also, nicht. Wer ist hier noch Gegner und wer eigentlich nicht? Ah, da oben. Die paar, das sind nur mehr 10 Leute. Dann gehen die Milizen doch gleich darüber. Ja. Sehe ich auch so. Genau. Du gehörst nicht zu denen. Nein. Tust du nicht. Yo, Nahkampf. Er hat einen niedergesäbelt. Das ist doch genial. Aber hier sieht man jetzt auch nicht so viel. Ja genau, in die Richtung sollt ihr. Drückt nach! Nicht gegen uns selbst kämpfen. Nein, das ist nicht gut. Ah, unser General will hier eine Parade haben. Ja. Schiebt nach! Hält die dann hier einmal durch. Weil es so schön ist und hier keine Gegner mehr sind, stelle ich meinen General hier mitten in die Festung. Dann sehen sie schon, wie stark wir sind. Gut, die kommen auch noch darüber. Schnell, schnell, schnell. Er lebt noch. Hey, ist es gerade Fahnträger gegen Fahnträger? Haha, er ist gestorben. Der gegnerische. Ihr seht schon, ich mag Fahnenträger. Auch andere Träger, aber ja. Das ist jetzt mal ein anderes Thema. Oha! Wie die da rein preschen. Und wie die da rein preschen. Meines sollen sie nicht so zurückziehen, so feige. Hä? Wir können die nicht aufhalten. Okay. Zwei Fahnenträger. Mit so schönen Fahnen. Weiter so. Ach ja, das könnt ihr auch bei Frankreich machen, soweit ich informiert bin. Könnt ihr auch so eine Revolution. Habt ihr die französische Flagge. Soweit ich informiert bin. Also... ist auch nicht sicher. Ja, Mann. Kann ich jetzt in deine Ansicht? Nein, immer noch nicht. Vielleicht geht es nicht, wenn wir auf so einer Mauer sind. Ja, unsere Fahne, weil wir hier den Platz eingenommen haben. Oder dabei sind. Kavallerie hat ja leider keine Fahne. Schön geordnet. Und ihr hier oben. Ja, der Gegner hat keine einzige Fahne mehr. Das heißt, er hat verloren. Wow, die Mauer ist zu 95% im Arsch. Wow, wenn die kaputt gehen, Tate, würden wir alle runterfallen. Der Gegner auch, wir wären alle tot. Scheiße. Wow, wenn ich das machen würde. Das wäre so übel. Würden wir alle sterben. Macht sie nieder. Aber die Ansicht kann ich. Ja, in die kann ich. Da oben kämpfen sie. Juhu. Seht ihr? Ja, noch eine größere. Deutschland, Deutschland. ja. Wir freuen uns doch alle, dass wir die alte Regierungsform los sind. Und wir haben den feindlichen General getötet. Was? Die fliehen. Nein, unser Fahnenträger flieht. Uncool. Oder flieht er nicht? Ich glaube nicht. Nein, er flieht nicht. Sieg! Machen wir fortfahren?
Ja, wir wollen unbedingt hier alle sowas von platt machen. Kämpft. Kavallerie, du kommst zu mir. Ja. Raus. Von hier. Oh, ich glaube, wir haben eh gleich gewonnen. Das wäre schlecht. Ich will ihn noch verfolgen. Ja, die Zeit bleibt stehen. Ich will die verfolgen und noch fangen. Kommt ihr raus? Das. Jetzt schaut durch die Tür. Komm, geh auf. Da tun es ja noch die Köpfe weh. Einschlagen an der Wand hier, an der Mauer, an der Holztür. Das wäre auch nicht gesund. Kommt ihr? Tür? Ja, jetzt geht's auf, aber ihr kommt schon früher durch. Ist mir auch recht. Streckt ihn nieder. Es sind nur mehr zwei Leute. Die hier sind festgefroren. Aber hier. Ja. Ein Gegner haben wir noch. Aha. Ein einziger Gegner noch. Was? Oh, Mann. Knapper Sieg. Nur weil ich den jetzt noch verfolgen wollte. Finde ich gemein. Aber wir haben gewonnen. Das ist das, was zählt. Eigentlich war es ein glorreicher Sieg, aber wenn man weiterspielt, ist es doch eigentlich immer ein knapper Sieg. Finde ich auch komisch, aber wir haben gewonnen. Eigentlich waren wir schlechter, aber nur eigentlich. Ich muss nur was trinken. Revolution erfolgreich, Brandenburg. Die Hauptstadt wurde von revolutionären Kräften eingenommen. Die alte Ordnung wurde entfernt und die früheren Köpfe öffentlich hingerichtet. Ein passendes Ende für sie und eine Warnung für alle, die uns wieder in Tyrannei stürzen wollen. Ja. Erfolgreich! Ist es der König? Früher? Oha. Oha. Die letzten Schritte, denke ich mal. Ach Mann. Jetzt sehen wir es nicht mal. Aber wir haben gewonnen. Gefolgsmann gefunden, plus 1 Adel, ja. Gefolgsmann Zufriedenheit, Mittelklasse, Unterklasse, Minus. Verdammt. Steuern, Steuern, das wird der Zeit. Hier, seht ihr, schöne Deutschlandflaggen. Schöne Deutschlandflaggen. Regierung, Politik, Steuern, wieder so wie es immer ist. Nur hier werden wir die mal von Steuern befreien. Die haben was gegen uns plötzlich. Ja, wir klicken alle Ländereien von uns an, alle Provinzen und verlangen wieder Steuern. Das gibt's so selten. Habt ihr schon mal erlebt? Normalerweise ist die Unterklasse immer zuerst im Arsch. Und dann die Oberklasse. Jetzt ist es genau andersrum.